Ja, phänomenal. So, jetzt brennt es runter und dann soll es gleich nach oben fliegen. Oh! Ab geht's. Jetzt haben wir dann eine Flugbahn. Achtung! Auf die Welt. Oh. Da ist ein Ballon auf und der Pirat schaut zu und jetzt geht sie gleich ab die Post. Nach unten, so, nach unten, so, ja. Auf die Welt. Überall gebastelt. Und zum Fenster rausgeschaut. Nochmal. Die Plätze, fertig, los! Also, jetzt nochmal. Auf die Plätze, fertig, los! Hilfe! Nicht schießen! Bitte nicht schießen! Bitte nicht schießen! Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Und dann, der Lars hat mir mal sein Gewehr aufgeleitet. Und Hände hoch. Ich mach's ein, du musst das fotografieren. Achtung, jetzt zaubert's gleich. Und abfliegt's. Nach hinten. Also, wie du bist. So. Guck. Zweifach Männer an der Arbeit. Ja. Du bist es. Noch eine. Jetzt das ganze gute Stück. So. Willst du noch ein Loch haben? Also, drehen, 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 drehen. Dreht ihr in die richtige Richtung? Noch mehr? Selber? Also, dann mach mal. Haut setz dich schön hin. Achtung, Achtung. Startet die Rakete. Zwei Gesichter. Zehn. Aha, da müssen wir dann auch mal zugucken. Und da haben dann die Eltern Freude, wenn die Kinder das zu Hause selber machen und die ganze Teebeutel und Teeblätter getrennt auf dem Wohnzimmerteppich. Weißt du, was bleibt ihr im Kindergarten für euch Scheiß? Wir haben den Schuldigen jetzt im Film, der Lehrmeister. Eins, eins, null. Solange da nur der Teebeutel leer ist und der Wohnzimmerteppich noch ganz ist. Nicht sprechen. Achtung. Zehn, neun, acht, Houston, wir haben ein Problem. Sechs, fünf, 4, 3, 2, 1 und los! Dann kann eine Rakete starten. Dann gehe ich lieber weg. Lieber mal auf die Rakete. Nimmst du dir einen Platz? Das kann ich ein bisschen kleben.